Entschuldigt die Unterbrechung, ich habe etwas Probleme mit meiner Nase gerade. Den gesamten letzten Monat über habe ich die Seuche studiert, die wir Todesraum nennen, sagte er. Ich meine, ich bin der Bürgermeister, nicht wahr? Es ist meine Aufgabe, die Leute zu beschützen. Aber ich hätte niemals erwartet, dass ein paar Außenstehende anfangen, in die Träume der Leute einzudringen. Ich sollte mir womöglich Notizen oder so machen. Weiß fiel ihm sofort ins Wort. Ich bin begeistert von der Willenskraft, die nötig ist, um eine Seuche im Traum zu erforschen, sagte er. Aber vielleicht solltet ihr eure Bemühungen darauf konzentrieren, diesem Ort zu entfliehen, anstatt versuchen, ihn zu verstehen. Die Hand des Bürgermeisters klammerte sich fest um den Bleistift und brach dabei dessen Spitze ab. Ich habe versucht zu fliehen. Vom ersten Moment an, in dem ich realisiert habe, dass ich in meinen eigenen Traum gefangen bin, habe ich nach einem Ausweg gesucht. Aber ich glaube nicht, dass es einen gibt. Ich meine, dies ist mein Traum, nicht wahr? Wenn es einen Ausweg gäbe, würde ich ihn kennen. Er hielt einen Moment inne und seine Augen starrten ins Nichts. Mein Dorf war wunderschön, sagte er. An niemand bestimmten gerichtet. Und es war voll von den wunderbarsten Menschen, die man sich vorstellen konnte. Aber als diese Seuche hier einfiel, haben sich die Dinge geändert. Es ist, als hätte jemand einen Schwamm genommen und alle Farben aus unserem Leben aufgesaugt. Ich möchte einfach, dass wir wieder vollständig sind. Ich möchte, dass wir frei sind. Und ich werde nicht aufgeben, bis das passiert. Agnei nickte zustimmend. Hä? Warte mal eine Sekunde. Ich habe nicht genickt. Warum sagst du... Sieh mal, wenn wir irgendwie helfen können, sagte Agnei. Dann fragt einfach. Hey, stopp mal! Das habe ich nicht gesagt. Ruhe! Schrie Weiß. Der Blick des Gemore wanderte von Agnei zum Bürgermeister und wieder zurück, während sein Gesicht sich zunehmend mit Zuversicht erhellte. Das Gesicht von Gemore Weiß ist stets zuversichtlich. Vielen herzlichen Dank. Nun schaut mal, Bürgermeister, ihr habt uns erzählt, dass nichts von diesem Traum existieren kann, von dem ihr nichts wisst. Aber dennoch scheint ihr überrascht zu sein, als wir hier ankamen, oder? Der Bürgermeister hob langsam den Kopf und es stand ihm ins Gesicht geschrieben, dass er zu einer neuen Erkenntnis gelangt war. Oh mein Gott, sagte er. Ihr habt recht, ihr habt recht! Ich hatte keine Ahnung, dass ihr kommen würdet. Die menschliche Vorstellungskraft ist eine grenzenlose Maschine, sagte Weiß. Und Träume sind ihr Treibstoff. Wenn ihr euch einen Ausgang vorstellen könnt, dann existiert er auch. Und mit eurem Einvernehmen werden wir ihn suchen. Vielen Dank, sagte der Bürgermeister. Ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Eine Belohnung ist nicht notwendig. Wir sind ebenso begierig darauf, diesen Ort zu verlassen, wie ihr. Der Bürgermeister fühlte sich plötzlich so, als könnte er wieder frei atmen. Er hatte bereits fast vergessen, wie das damals war. Viel Glück euch beiden, rief er den schwindenden Umrissen von Agnei und Weiß hinterher. Wir alle zählen auf euch. Als Agnei langsam im nebligen Wald verschwand, traf dem Bürgermeister eine Art Déjà-vu. Ich habe diesen Mann schon einmal gesehen, dachte er. Aber wo? Die Stimmung von Agnei verdunkelte sich, als sie durch diesen Wald stapften. Stunden zuvor, als die Schönheit des Ortes noch neu und aufregend war, war er zuversichtlich, dass sie hineingehen, den Ausgang finden und rechtzeitig zum Abendessen wieder daheim sein könnten. Aber je tiefer sie hineingingen, desto mehr schloss sich der Wald um sie herum. Der Nebel erschwerte es, mehr als einen halben Meter in alle Richtungen zu sehen. Und moosbedeckte Steine schienen entschlossen, seine Knöchel zu verdrehen. Mehr als nur einmal sah es sich genötigt, sich an der rauen Rinde eines Baumes festzuhalten. Und seine Hände hinterließen nun kleine Blutspuren an allem, was er anfasste. Zudem entpuppte sich Weiß als ziemlich schlechter Reisegefährte.
weder vom Gelände noch durch physische Anstrengung beeinträchtigt, verbrachte er die meiste Zeit damit, Agnei zu einem schnelleren Tempo zu drängen und über ihren langsamen Fortschritt zu mosern. Schließlich, nachdem Weiß etwas über beinlose Schildkröten, die sich geschickter durch ihre Umgebung bewegen, murmelte, rastete Agnei aus. Weißt du was, Weiß? Fahr zur Hölle! Wir halten an, ich muss mich ein paar Minuten ausruhen, sonst übergebe ich mich noch. Agnei lehnte sich gegen einen Baum und steckte seinen Rücken. Wie kann dieser dumme Wald nur so verdammt groß sein? Murmelte er in sich hinein. In dem Moment, als die Worte seinen Mund verließen, erwachte eine Kakophonie von Insekten zum Leben. Wie durch einen Mangel an Respekt aufgebracht, ertönte jede nur denkbare Form von Zorn, Klicken und Zischen in einer Lautstärke, die ihn mit den Zähnen klappern ließ. Entschuldigung, ich mache viele Lesefehler, es ist total unangebracht, es tut mir leid. Agnes schlug die Hände über seine Ohren und schrie, um gehört zu werden, Weiß, was zur Hölle ist hier los? Agnes konnte sehen, wie sich der Mund vom Weiß bewegte, aber hätte genauso gut in einen Tornado hineinrufen können. Die Insekten kreischten, der Wald heulte. Und dann, als die Ohren von Agnes 97 kurz davor schienen, sich von seinem Kopf loszureißen und Deckung zu suchen, ließen die Geräusche plötzlich nach. Zögerlich nahm Agnes die Hand von seinem linken Ohr und lauschte den Kreaturen im Gehölz. Tri, 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 tri! Schack, jack, jack! Tschukkutschi, tschukkutschi, tschukkutschi! Wo ma? Schick, schick, sieg! Schick, 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 sieg! Als die Symphonie der Insekten erneut leiser wurde, begann Agnei ein Muster in den Klängen wahrzunehmen. Das ist nicht zufällig, dachte er. Das ist nicht nur weißes Rauschen, es ist etwas anderes. Die Insekten schrien nicht einfach nur, sie stellten eine Frage. Mit einem leidet es, mit zweien ist es ideal, mit dreien ist es gefährlich. Was ist es? Bei meinen Zeiten ist das ein Rätsel! Das nehme ich an, sie scheinen oft vorzukommen in Träumen, oder? Vielleicht ist das der Schlüssel, um diesen Ort zu verlassen. Dann überlasse ich dir das Antworten. Mit einem leidet es, mit zweien ist es ideal, mit dreien ist es gefährlich. Was ist das? Die Antwort ist ein Geheimnis, die Antwort ist eine Frau. Woher zur Hölle soll ich das wissen? Mit einem leidet es. Okay, wir sind super Rätsel-Action. Das ist interessant, also das habe ich noch nie erlebt, so an der Stelle. Okay, ich probiere es mal logisch anzugehen. Mit einem leidet es. Mit zweien ist es ideal, mit drei ist es gefährlich. Eine Frau... glaube ich nicht. Woher soll ich wissen? Auch nicht. Ich vermute, es ist ein Geheimnis. Wenn man alleine ein Geheimnis hat, dann leidet man darunter. Hat man mit zwei Leuten ein Geheimnis, ist es okay. Und hat man, weiß noch jemand Drittes vom Geheimnis, ist es gefährlich. Ich würde sagen, es ist ein Geheimnis. Innerlich wütend darüber, dass Weiß ihm diese Aufgabe überließ, seufzte Agnei und gab die einzige Antwort, die einen Sinn ergab. Es ist ein Geheimnis. Nicht wahr? Die Geräusche der Insekten verstummten so plötzlich, wie sie begannen. Das Unterholz des Waldes teilte sich wie eine brechende Welle vor Agnei und öffnete einen neuen Weg. Diese Waldanthropoden schaffen einen Weg für uns, sagte Weiß fröhlich. Erfreut, den Test bestanden zu haben, schreitete Agnei mit neu gewonnener Stärke voran. Der Weg bot seinem Körper Erholung von dem Gestrüpp, aber erhellte vor allem auch sein Gemüt. Solange sie auf einem Weg waren, hatte ihre Reise ein Ziel. Ich nehme an, der Wald hat uns akzeptiert, weh, sagte Agnei nach einer Weile. Weiß wirbelte herum, um seinen Gefährten anzuschauen. Mach nicht den Fehler, diesen Wald für ein kleines Haustier zu halten, das plötzlich dein Freund werden kann. Wir haben keine Ahnung, wo uns dieser Weg führt. Als Weiß zu Ende gesprochen hatte, kamen die beiden um eine Weggabelung und standen einer klaren Waldquelle gegenüber. Agnei hob einen kleinen Stein auf und ließ ihn über die Wasseroberfläche springen. Um Himmels Willen, sagte Weiß. Sein Erstaunen war verständlich. Jedes Mal, wenn der Stein die Wasseroberfläche berührte, erklang eine Musiknote.
Als der Stein schließlich zur Ruhe kam und dem Boden der Quelle versank, kamen die Wellen, die er zurückließ, zusammen und formten Worte. Ich komme durchs Fenster, aber ich zerbreche kein Glas. Wenn die Nacht anbricht, verschwinde ich. Was bin ich? Unglaublich einfach, bellte Weiß. Nun antworte. Agner knirschte mit den Zähnen und versuchte, sich zurückzuhalten, um seinen Gefährten nicht zu erwürgen. Er hatte immerhin recht, das war wirklich einfach. Ich komme durchs Fenster, aber ich zerbreche kein Glas. Wenn die Nacht anbricht, verschwinde ich. Was bin ich? Ein Vogel, ein Brief, Sonnenlicht. Es ist natürlich das Sonnenlicht in diesem Fall. Sonnenlicht! Eine Wasserfontäne ersprang plötzlich aus der Quelle. Das Sonnenlicht drang durch die Bäume, wurde von dem Wasser reflektiert und erzeugte einen schimmernden Regenbogen, der sich über den gesamten Horizont erstreckte. In all den Jahren, sagte Weiß sanft, habe ich nie einen solchen Anblick erlebt. Vielleicht habe ich die Absichten dieses Ortes missverstanden. Hey, sieh mal, schrie Agnei und erweckte Weiß aus seinem Dusel. Da drüben ist ein Haus oder so. Als er in die Richtung der ausgestreckten Hand seines Freundes blickte, sah Weiß eine kleine Hütte inmitten von Bäumen. Das ist seltsam, oder Weiß? Ich meine, wer würde ein Haus so weit hier draußen bauen? Agnei lief hinüber und klopfte an der Tür. Nach einer Minute des Hämmerns öffnete sich die Tür und ein kleiner Mann spähte hinaus. Sein Körper war vom Nacken bis zu den Zehen mit einem großen schwarzen Umhang gehüllt, während sein Gesicht vom Nebel verdunkelt wurde. begann Agnei. Aber bevor er weiterreden konnte, hielt der eingehüllte Mann eine Hand hoch und fing an zu sprechen. Oh Gott. Ja, diese Rätsel kenne ich. Ich habe morgens 4 Beine und mittags 2. Aber am Ende der Nacht sind es 3. Was bin ich? Agnei versuchte, den Mann zu befragen, wer er sei und was er hier machte, aber dieser wiederholte einfach.